Zuerst möchte ich zeigen, wie ich das kleine Kelchblatt gemacht habe, weil die anderen habe ich genau nach diesem Prinzip gemacht. Zuerst sammle ich orange Perlen. Jetzt habe ich 12 cm Perlen auf dem Draht. Zuerst nehme ich 2 cm, 2 cm und schneide den Draht. Das ist die Basis. Der Draht der Basis beträgt etwa 10 cm. Dann verbinde ich die Basis mit dem Draht mit Perlen. Jetzt, nachdem ich die zwei Drähte verbunden habe, will ich, dass meine Kelchblätter ein bisschen spitzig sind. Das heißt, ich muss den Draht nicht gerade so zum Beispiel umdrehen, sondern eine Perle mehr lassen und es dann umdrehen. Dann werden die Kelchblätter spitzig. Insgesamt muss ich 2 Reihen haben. Dann muss ich diesen Draht von oben verstecken. Ich schneide ihn aber nicht so kurz und dann, das ist die hintere Seite, ich verstecke. Und so habe ich dieses Kelchblatt gemacht. Wir brauchen 12 davon. Das nächste Blatt habe ich genau mit der gleichen Methode gemacht. Die Basis habe ich einfach aus gelben Perlen gemacht. Diese Perlen glänzen, wenn die Sonne scheint. Und dann habe ich weiße genommen. Insgesamt habe ich die Basis und dann noch 3 Reihen gemacht. Die äußere Reihe habe ich auch aus gelben Perlen angefertigt. Wir brauchen 6 solche Blätter. Und noch die letzte Reihe von der Blume habe ich mit diesen Kelchblättern gemacht. Die Basis ist auch weiß. Die Basis beträgt hier etwa 3 cm. Und dann um die Basis herum habe ich 3 Reihen nur aus weißen Perlen gemacht. Und in der letzten Reihe habe ich noch gelbe Perlen genommen. Ich brauche 7 solche Kelchblätter. Also, und jetzt machen wir das Wichtigste, das ist die Mitte vom Blatt. Für die Mitte habe ich so eine große Perle genommen und den Draht hinzugefügt, weil sie muss irgendwie halten in der Blume. Und dann machen wir noch Staubfaden. Wir nehmen Draht. Die Länge beträgt 15 cm. Man kann auch einen längeren Draht nehmen, damit es einfacher wird. Hier habe ich verschiedene Perlen, die übrig geblieben sind und die glänzen auch. Wenn wir schon die letzte Perle genommen haben, dann drehen wir den Draht um dann biegen wir den Draht und drehen ihn um. Ein paar Mal, das reicht. Dann verstecken wir den Draht. So. So ist der erste Staubfaden entstanden. Mit Hilfe von diesem Draht können wir auch den zweiten machen.
Jetzt, wenn alle Teile der Blume fertig sind, können wir sie zusammenbauen. Wir haben jetzt die Mitte gemacht. Weiter müssen wir die orangen Kelchblätter hinzufügen. Dafür brauche ich Faden, weil auf diese Weise ist es einfacher, die Blätter zur Mitte hinzufügen. Die Blume ist jetzt fertig. Wir brauchen jetzt nur noch einen Stab, damit wir die Blume in den Kaktus reintun können. Deshalb nehmen wir einen ganz dicken Draht und verbinden den Draht und den Stamm zusammen. Diese Länge, die reicht, um die Blume festzuhalten. Jetzt müssen wir die Blume befestigen. Vielen Dank für das Zuschauen.